So, dann willkommen zu dem wundervollen Talk USB. Was ist das eigentlich? Und ich gebe eigentlich dann mit direkt weiter. Sehr gut. Hallo, ich bin McLemmon. Meine Pronomen sind er, ihm und ihr findet mich auf Mastrix und Mastodon. Wenn ihr über diesen Talk irgendwas in diesem Social Media posten wollt, bitte diese Hashtags verwenden, GPN21 und USBWTF, damit ich das nachher auch finden kann. Kennt ihr Leute, die USB nehmen? Das ist kein Drogentest, Hände hoch. Okay, das sind zumindest fast alle, die Hände oben nicht oben haben, konnte ich nicht sehen. Ich wüsste gerne, wie ihr das vermeidet. Was ist USB, der Universal Serial Bus, eine standardisierte Technologie, um Peripheriegeräte mit einem Computer zu verbinden? Und USB, wie und funktioniert das eigentlich? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir behandeln die Grundlagen. Das soll also hauptsächlich ein Startpunkt sein, welches der vielen Rabbit Holes ihr nachher genauer inspizieren wollt. Das Ganze begann mit Computern, plural, damals irgendwann in den 60er, 70er Jahren oder noch früher. Da gab es nur sehr wenige auf der Welt, aber die Anzahl stieg bedrohlich und Leute haben begonnen, Geräte anzuschließen, externe Geräte. Und plötzlich brauchten wir irgendwelche Buchsen, wir brauchten Stecker, irgendwelche Kabel dazwischen. Und was brauchen wir, um zwei Geräte miteinander zu verbinden? Eine Schnittstelle, ein Interface. Was ist das? Eine Spezifikation von mechanischen Verbindungen, von elektrischen Verbindungen, den Kabeln dazwischen und eine gemeinsame Sprache, die diese beiden Geräte miteinander sprechen können. Also ein Protokoll sozusagen. Schnittstellen können unidirektional sein, also nur in eine Richtung gehen, wie eine Einbahn. Eine Maus sendet beispielsweise Bewegungsdaten, empfängt aber meistens relativ wenig. Schnittstellen können auch bidirektional sein, also Daten in beide Richtungen übertragen. Und heutzutage sind Schnittstellen üblicherweise bidirektional. Was geht denn da so drüber heutzutage? Wofür werden die verwendet? Da gibt es mal Text-Input, Texteingabe, zum Beispiel eine Tastatur oder eine Maus, irgendwas muss ein Computer ja arbeiten können. Menschen kannten das Konzept von Schreibmaschinen von früher, haben das einfach adaptiert und Tastaturen für die Texteingabe verwendet. Ich will diese Daten, wenn sie verarbeitet wurden, vom Computer auch ausgeben können, zum Beispiel auf einem Nadeldrucker oder mit einem Stiftplotter auf einem großen Bogen Papier aufmalen können. Dafür brauche ich eben Text- oder Grafikausgabe. Alternativ kann natürlich auch eine Radarröhre, ein Monitor oder ein Fernseher herhalten. Damit ich nicht jedes Mal alles neu eingeben und neu ausgeben muss, möchte ich Daten speichern können. Das heißt, ich brauche irgendeine Art, um permanent Daten speichern zu können. Dafür gibt es die Schnittstelle für kleine Rechnersysteme. Ist auch bekannt als SKRS. Wer hat das schon mal gehört? Das ist exakt gar keine Hand. Das liegt daran, dass deutsche Akronyme für englische Fachbegriffe schwierig sind. Das sogenannte Small Computer Systems Interface oder SCSI. Ah ja, da kommen die Hände, ja genau. SCSI, kleine Computersysteme, meinte alles, was so ein bisschen weniger ist als so eine handelsübliche Waschmaschine damals, ne? Diese Altlasten von damals sehen wir bis heute, wer Microsoft Windows schon mal erdulden musste, kennt das. Die interne Festplatte heißt C. Warum ist das so? Ja, was ist mit A und B passiert? Ah, das waren die Diskettenlaufwerke damals, diese Disketten. Das sind diese Dinge da, die da, Disketten. Wollt ihr? Ja, gut, Disketten, ihr könnt euch das vorstellen. Ja, ich habe gesagt, das geht schnell. Dann, was haben wir noch? Optische Eingaben. Das ist sowas wie irgendein Gerät, das Photonen in einer sinnvollen Art interpretieren kann, also Licht erfassen kann, Kameras oder Scanner, so Flachbettscanner, Trommelscanner, wer sie noch kennt, aus der Druckvorstufe, die so teuer waren wie ein Haus heute kostet, nicht damals. Dann haben wir Barcode-Scanner, Strichcode-Scanner. Das sind sehr interessante hybride Geräte. Die sind einerseits eine Art Kamera, die diese Strichcodes erfasst, dann ein Gerät, das das interpretiert. Und dann eine Tastatur, die das irgendwo eingeben kann. Und diese Tastatur, mit der das ausgegeben wird, ist ja eigentlich unser Eingabegerät am Computer wieder. Dann haben wir Bewegung, die wir erfassen wollen mit einem Computer. Also zum Beispiel, wenn sich eine Hand eines Menschen auf einem Rollkugelmanipulator bewegt. Fragende Blicke im Publikum. Eine Maus, ja. Oder mit einem Kreiselcodierer, ja, ein Rotary Encoder, ein Drehknopf. Ja, dann soll das ein Computer verwenden können.
Drehknöpfe kennt ihr von der Lautstärkeregelung, geht bis 11 und unten steht Vollume. Ne? Drehen, bis es geht, bis es nicht mehr geht. Genau. Netzwerk wurde auch schon verwendet, hauptsächlich zwischen zwei Computern und noch nicht so weit. Und ihr hört jetzt Radio GPN 21 mit dem Hit-Panorama der beliebtesten Anschlüsse der 70er, 80er und 90er Jahre. Was gab's da so? D-Sub-Miniatur, D-Sub. Geht zurück auf Canon Inc. 1915, das ist nicht Canon, der japanische Kamerahersteller, und das war so ziemlich der kleinste Anschluss, der damals verwendet wurde, und zwar für Kinoprojektoren, um den Tonfilm, den Ton zu übertragen. Ja, die Gewerkschaft der Filmpianistinnen war damals nicht sehr erfreut, und von diesem Stecker gibt es ein paar Varianten, das ist so ein Thema, das werden wir noch ein paar Mal sehen, zum Beispiel den DE9, den kennt ihr vielleicht von Joysticks, so 8-Bit Ataris, C64 die Zeit. Die zwei Belegungen waren PIN-kompatibel. Es gab andere Joysticks mit demselben Stecker, wo die Pins anders belegt waren. RS-232 wurde auch über diesen Stecker verwendet. Dann haben wir DA15. Da habe ich vorher schon gehört, Gameport war ein Punkt. Ja, dafür wurde dieser Stecker verwendet. Für analoge RGB-Videosignale, also Monitore. Ich konnte also problemlos meinen Monitor an den Gameport meiner Soundkarte anhängen und mich wundern. Das Attachment Unit Interface wurde für Netzwerk verwendet, also Token-Ringkarten zum Beispiel, auch für Ethernet, obwohl das eigentlich eher BNC war, aber als Adapter dazwischen. Dann DE19 kennt ihr von VGA, die Stecker gibt es nicht nur in Blau, ja, wirklich. Und natürlich, jetzt ist der Akku hier leer, gut, den DB25 für SCSI-Festplatten, ZipJazz, CDs, serielle Verbindungen und Parallelport, das Computerende vom Parallelport. Und darüber reden wir nicht. Das, ja. Parallelport, 1971 von der Firma Centronics erfunden. Das andere Ende war meistens an dem Drucker dran, sah ungefähr so aus, aber nicht genau, weil das Druckerende hatte nur 36 Pins, das sind 50, und wurde für Festplatten per SCSI verwendet. Dann haben wir noch Registered Jack, der ist von 1973 bei Laboratories, wurde für Tastaturen verwendet und andere Eingabegeräte, aber auch für Telefone und war daher billig und überall zu kriegen. Ist nicht verwirrend, nein, kann auch nicht zu Verwechslungen führen, weil wer würde jemals ein Telefon an einen Computer anschließen? Das ergibt keinen Sinn, kann nichts passieren. Außer er verwendet eine Netzwerktechnologie namens PhoneNet von Farallon, das hat Telefonkabel verwendet, weil sie billig waren und überall zu kriegen waren. Hat aber dort alle 4 Pins verwendet von diesem Stecker. Nachteil, auf 48 Volt der Telefonleitung hat es eher ungünstig reagiert. RJ45 kennt ihr vielleicht auch. Habt ihr schon mal gehört, ne? Ja, wurde für Tastaturen verwendet. Aber auch für Telefonie, ISDN verwendet diese Stecker. Aber wir wissen ja, wer sollte jemals seinen Computer an ein Telefon anschließen. Dann gibt es den DIN-Stecker von der Deutschen Institut für Normung, die DIN. Da gibt es 11 Varianten von dem Stecker, die schauen ungefähr so aus, wurde verwendet für Tastaturen, Lichtgriffel, MIDI, alles mögliche andere. MIDI, gute Sache. Kann man nicht nur ein Klavier an den Computer hängen, sondern auch Tokenring-Protokoll drüber fahren und mehrere Ataris mit einer Kette vernetzen, habt ihr ein Netzwerk über MIDI. Sehr praktisch. Mini-DIN könnte man meinen, das ist einfach nur eine kleine Variante von dem DIN-Stecker, ist aber nicht normiert. Ich habe nichts dazu gefunden, dass dieser Stecker irgendwo tatsächlich einem Normierungsverfahren trotz des DINs im Namen unterlaufen wäre. Gibt es seit 1985 zwei verschiedene Familien an Pin-Layouts, die irgendwo zwischen 3 und 10 Pins haben. Gibt es zum Beispiel für Apple Local Talk mit 3 Pins, also RS422, Shutterbrillen für 3D-Fernseher, S-Video, Apple Desktop Bus und ganz wichtig, ist auch schon vorher gefallen, PS2 Keyboard, das ist das violette Ding, so wie das berühmte Tentakel, und PS2 Maus, das ist das grüne Ding, so wie das andere berühmte Tentakel. Dann haben wir Mini-DIN 7, gibt es intern bei Staubsaugerrobotern, und Mini-DIN 8, das wird bei Modems verwendet, aber wir wissen ja niemand, ach so, damit könnte man ein Telefon an einen Computer anschließen, wie praktisch. Wenn ich mal Strom brauche, gibt es auch noch diese Dinge, die so 4 Pins irgendwie und dann fahren die da mit Strom rein.
Ist zum Glück zu wenigen Datenanwendungen kompatibel, aber es gibt einen dezenten Durcheinander mit all diesen Sachen. Ich habe da eine hübsche Übersichtstabelle gemacht, da könnt ihr nur kurz nachschauen. Was wird denn wofür verwendet? Ja? Also wir haben links die verschiedenen Steckerfamilien ohne ihre bis zu 10, 12, 15 Varianten. Und die Anwendungsfälle, andere ist in dem Fall so 3,5 mm Klinke, Viertelzoll Klinke, BNC oder auch XLR aus der Bühnentechnik. Also ihr seht schon, es wird eh alles für alles verwendet, der gleiche Stecker für unterschiedliche Anwendungen, unterschiedliche Belegungen und im besten Fall geht das Gerät, das ihr gerade falsch angeschlossen habt, nicht den Rauch auf. Klassische Anwendungen wie Power over XLR werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist in dem Fall Balanced XLR, also Phase, Nullleiter und Erdung. Wir erkennen das Problem also, es gibt viele Stecker, die sehr ähnlich aussehen, teilweise gleich sind, funktionell sehr unterschiedlich. Das ist einfach lächerlich. Ja, wir brauchen einen neuen Standard, der den Anwendungsfall von allen Menschen inkludiert und abdecken kann. Obligatorisches XKCD 927, ihr kennt das. Es gibt einen Standard mehr. Also, USA 1994, einige Firmen dachten sich, das können wir besser. Dabei waren Digital Equipment Corporation, DEC, die kennt ihr vielleicht von der PDB 8 oder PDB 11, kann man heutzutage auf dem Raspberry Pi emulieren, wer einen hat. Die Firma wurde später von Compaq gekauft. Compaq war selbst auch dabei. PC-Hersteller aus der Zeit wurden dann von Hewlett-Packard, also HP, gekauft. Nortel war dabei, die sind 2013 in Konkurs gegangen. Also das Team ist schon ein guter Start, finde ich. Dann dabei waren auch noch Intel, Microsoft, IBM und, jetzt war ich zu schnell, NEC, genau. Haben sie also USA auf USB abgegradet und nachdem alles ein Logo braucht, gibt es ein Logo. Das habt ihr vielleicht schon mal auf einem von fast allen Steckern bei USB gesehen, das USB Dreizack-Logo. Ja, die Arbeit am Universal Serial Bus hat 1994 begonnen. Nachdem Intel dabei waren, hätten die das gerne so geschrieben. Blöderweise haben sie kurz vorher ihr eigenes Branding auf Intel Inside geändert, deswegen haben sie das doch nicht so gemacht. Und 1995 gab es dann schon die ersten Vorab-Versionen, so 07, 08. Und weil so ein Standard ja auch implementiert werden muss, gibt es das USB Implementers Forum. Das ist 1995 auf die Welt gekommen, hat dann USB 0.9 und 0.99 released. Ihr kennt das von alten VLC-Versionsnummern. Sie haben den gleichen Fehler gemacht und irgendwann 1.0 gemacht. Und nachdem alles ein Logo braucht, hat auch das USB Implementers Forum ein Logo, USB Enabling Connections. Erinnert mich ein wenig an ein anderes Logo, ich weiß auch nicht genau warum. Und 1996 haben wir dann endlich USB 1.0 bekommen. Hat zwei Steckertypen spezifiziert, Typ A und Typ B. Typ A ist der flache, den ihr kennt. Typ B ist der andere, den ihr nicht wisst, wie man ihn nennt, aber das ist der am Drucker. Und die Plastikteile waren üblicherweise in weiß gehalten. Geräte, die sagen, ich bin USB 1.0 kompatibel, sind sehr selten, hat wahrscheinlich niemand gesehen. Es steht immer USB 1.1 drauf. Das war 1998. Interessiert hat das am Markt ungefähr niemanden, weil die zwei neuen Ports am IO-Shield hinten, es gab eh keine Geräte zu kaufen. Und alle anderen Schnittstellen waren ja noch drauf. Also gab es von den Herstellern noch wenig Bedarf, Geräte zu produzieren. Also ein klassisches Henne. Ei-Problem. Wir wissen aus der Naturgeschichte, das Konzept eines Eis ist deutlich älter als das Konzept eines Huhnes. Was brauchen wir also, um die Durchdringung am Markt mit USB zu verbessern? Wir brauchen ein Ei. Dieses Ei. Der iMac. Ist 1998 rausgekommen, Europa dann etwas später. Und Apple-User waren damals andere Schnittstellen gewohnt. SCSI, ADB, LocalTalk. Boom, August, alles neu. Gibt's nicht mehr. Dieser iMac hatte zwei USB-Ports, 1.1 und das war's. Also, jo. Was machen wir? Adapter verwenden, genau. Das Konzept mit diesen Adaptern ist nicht neu. Wer erzählt das mir? Außerdem gab es die in Farbe, die können wir kurz umschalten, weil wenn ich Peripheriegeräte habe, will ich ja, dass die Farben zu meinem iMac passen. Also habe ich Blenden, die ich auf Geräte draufstecken kann. Um dann, damit sie zu meinem iMac dazu passen, danke. Weil Interieurdesign muss ja sein. Ne? Genau, hatte also nur noch USB, am einen war die Tastatur dran, am anderen, nein, der blieb frei,
An der Tastatur war ein kleiner Hub drin, das heißt, ihr konntet die Maus dann rechts oder links an der Tastatur anschließen. Sehr praktisch für Accessibility, linkshändige Personen möchten auch Computer verwenden. Microsoft hat damals den Begriff Legacy-Free PC erfunden. Und der erste Legacy-Free PC, so free, dass es geschmerzt hat, war eben der iMac. Ja, war also der Beginn des Kreuzzugs von USB gegen die Legacy-Ports. Weil alles ein Logo braucht, hat USB 1.1 noch ein neues Logo bekommen. Weil nur USB geht ja nicht, muss jetzt Certified USB sein. Und so eine Übersichtstabelle über den USB-Standard ist einfach. Wir haben 1.0, wir haben 1.1, wir haben Low-Speed- und Full-Speed-Devices. So ein Drucker hätte gern Fullspeed, weil will er schnell drucken. Eine Maus reicht Lowspeed. Wir haben zwei Steckertypen, 100 oder 500 mAh Stromversorgung und zwei Logos, weil es sind ja zwei Varianten. Ne? Aber die Menschen wollten mehr Geschwindigkeit, denn USB 1.1 hat so 700 Kilobyte pro Sekunde gemacht. Das ist zwar schnell genug für einen Floppy Drive, ja, also für ein Diskettenlaufwerk. So, ja. Da kann man die Farbblenden wechseln. Wichtig. Und SDSI-Festplatten waren halt auch schneller. Die Menschen wollten mehr Geschwindigkeit. Das USB-Implement, das Forum hat zugehört und hat USB 2 rausgebracht im Jahr 2000 mit 480 Megabit pro Sekunde. Wie nennen wir das? Low Speed ist im Marketing schlecht. Full Speed hatten wir schon, also nehmen wir High Speed. Und ja, alles braucht ein neues Logo, neue Farbe. Ja, da tun wir das dazu. Und das reicht noch nicht, weil portable Festplatten waren halt groß und bulky, aber hey, USB zum Mitnehmen, USB on the go, können wir machen. Wozu brauche ich das? Ich habe ein Tablet, ja, das kann ich an meinen Computer anstecken. Der Computer ist der Host, das Tablet ist mein Client. Ich möchte Fotos, die ich mit dem Tablet geschossen habe, auf meinen Computer übertragen können. Soweit so klar, das Ding lädt auch noch sehr langsam nebenbei, aber funktioniert. Wenn ich jetzt aber einen USB-Stick an das Tablet anschließen will, ist das Tablet der Host und der USB-Stick ja der Client. Wir sind jetzt also mit USB on the go definitiv bei USB-DSM. USB wird mit on the go zum Switch. Wir können Host oder Client sein. Damit wir das ausverhandeln können, brauchen wir zusätzliche Consent-Ports auf dem USB-Port und können mit den Mini-AB und Micro-AB-Steckern, ja, das ist beides drinnen, ein famous Gerät, das tatsächlich einen Micro-AB-Stecker hat, sind ältere Raspberry Pi-Modelle. Schauen fast genauso aus, ist aber mehr dahinter. Genau. Die Übersichtstabelle wächst ins gar Unermessliche. Wir haben inzwischen jetzt 5 Logos. Wir haben auch 5 verschiedene Varianten, weil da gab es ja noch diese Mini-A und Mini-B und Micro-A und Micro-B-Kabel- und Steckerbuchsen. Die sind ja eigentlich nicht in USB 2.0 spezifiziert, sondern in USB 2.0 Revision 1.01. Aber wir machen die jetzt mal rückwirkend gültig auch für bis USB 1.1 zurück. Wir können natürlich nicht nachträglich den Standard ändern, also machen wir ein sogenanntes Engineer Change Notice. Das ist im Prinzip eine rückwirkende nachträgliche Änderung des Standards, aber wir nennen es nicht so. Das, ja. Und eben On-the-Go Stromversorgung ist auch vorhanden, hoffentlich, manchmal. Weil eigentlich müsste ja jeder USB-Port 500 mA liefern können. Wer schon mal einen USB-Stick an ein Autoradio gesteckt hat, weiß, es gibt Ausnahmen. Was haben wir noch? Die Menschen wollten mehr Geschwindigkeit. Das USB-Implement, das Forum hat zugehört. 2008 bekommen wir USB 3.0. 5 Gigabit pro Sekunde, das ist viel schneller als vorher. Also brauchen wir schon einen neuen Namen. Ne? Fullspeed haben wir schon, Highspeed auch. Superspeed, klassische Steigerungsform, Full, High, Super. Kennen wir alle aus dem Deutschunterricht. Für die höhere Geschwindigkeit brauchen wir nochmal 5 weitere Pins und neue Stecker mit neuen Kontakten. Neue Stecker? Typ C. Es gibt jetzt einen Stecker mit Typ C. Sehr schön. Der spezifiziert nur, dass es ein Stecker ist und sonst gar nichts. Also wenn irgendwo Typ C draufsteht, ist der ovale Stecker aus. Mehr Aussage trifft das nicht. Außerdem streichen wir die mit dem letzten Standard eingeführten Micro-A, Micro-B, Mini-A, Mini-B, Micro-AB, Mini-AB-Stecker brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt C. Und naja, aber eigentlich könnten wir ja so ein Engineer Change Notice machen, weil für USB 2 könnten wir den C-Stecker ja auch verwenden. Ne? Also ihr findet schöne Kabeln, die auf der einen Seite einen wunderschönen blauen Stecker haben, weil im Moment ist empfohlen, blaue Stecker zu verwenden für USB 3 Superspeed. Und am anderen Ende ist ein Stecker, der gar nicht Superspeed können kann, aber
sieht halt schneller aus, wie Rallye-Streifen. Ja. Ist immer, immer gut. Die Menschen wollten mehr Geschwindigkeit, oder? Das USB-Implementers-Forum hört zu und macht 2013 USB 3.1. 10 Gigabit pro Sekunde. Ja, ist jetzt nur eine kleine Versionsänderung. Ist doppelt so schnell, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ist eigentlich immer noch Superspeed, ne? Aber es ist ja schon anders. Also nennen wir es Superspeed Plus. Superspeed Plus ist kein Abo-Service. Ja? Und bisschen technische Angabe hilft ja auch, also tun wir die zum Logo dazu, so 10 GPPS. Ist gut, ne? Große Zahlen sind immer super. Ich habe jetzt mal die alten Standards aus der Übersichtsmatrix rausgenommen. Die neue sieht so aus, USB 3.0 Superspeed mit 5 Gigabit. Eigentlich nur noch Micro AB Superspeed-Konnektoren und Typ C. Stromversorgung haben wir auf 900 mA angehoben, das heißt, ihr könnt euer Tablet jetzt nicht mehr quälend langsam, sondern nur noch langsam laden. Und das neue Tier ist eben USB 3.1 Superspeed Plus. Schön. Jetzt sind diese Namen aber doch, also könnten wir vereinheitlichen. Ne? Benennen wir das Zeug einfach mal ein bisschen um. Aus USB 3.0 Superspeed machen wir jetzt USB 3.1 Generation 1 Superspeed. Geht schön von der Zunge, ist einfach zu merken. Große Verpackungen haben immer Platz dafür. Aus dem gerade neu releaseden USB 3.1 Superspeed Plus, quasi seine erste eigene Generation, machen wir einfach USB 3.1 Generation 2 Superspeed Plus. Ja? Also die erste Generation von sich selbst ist die Generation 2. Raider heißt jetzt Twix. Und die Menschen wollten mehr Geschwindigkeit. Und das USB-Implementers-Forum hat zugehört. 2017 bekommen wir USB 3.2. Das ist bekanntermaßen zweimal so schnell wie USB 3.1 Superspeed Generation 1. Klar, mit 20 Gigabit pro Sekunde brauchen wir ein neues Logo, weil wir ändern die 10 Gigabit auf 20 Gigabit da drinnen. Die Leute haben sich ja schon an das Logo gewöhnt und die mögen das, wenn sie Geräte kaufen. Das schafft Klarheit und die Leute sind sicher, dass sie das Richtige bekommen. Und ist ja auch nur ein kleiner Versionssprung. Also entfernen wir mal die A- und B-Superspeed-Stecker und Buchsen. Ist ja auch kein Plus dabei. Wie sieht denn das aus? Verwirrt doch nur die Leute. Und offiziell gibt es jetzt eigentlich nur noch den C-Stecker für den Standard. Ne? Außer bei Motherboards, da können wir ja nicht nachträglich austauschen. Also bei Motherboards, da erlauben wir noch andere Sachen. Das heißt, wir haben jetzt die blauen USB 3-Ports, also sozusagen 3.1 Ports in Generation 1 und 2. Und ein bisschen anders müssen wir es schon machen. Also USB 3.2 Superspeed Plus bekommt Türkis. Ja, türkis, hübsch. Es gibt ja auch keine USB-A-Ports mehr, also sind die Farben nicht mehr so wichtig, außer sie sind am Motherboard. Und eigentlich heißt ja der ältere davor auch Superspeed Plus. Also könnten wir nachträglich die Farbe auch für die Ports zulassen. Also ihr habt jetzt 3.1 Generation 2 Superspeed Plus in Türkis, außer euer Motherboard wurde nicht in Hardware abgedatet, um die neue Farbe zu tragen. Hat ja beim letzten Mal auch gut funktioniert, das mit dem Umbenennen, also homogenisieren wir die Begriffe. Aus USB 3.0 Superspeed machen wir USB 3.1 Generation 1 Superspeed, nein, machen wir USB 3.2 Superspeed Generation 1. Aus USB 3.1 Superspeed Plus machen wir USB 3.1 Generation 2 Superspeed, nein, machen wir nicht, wir machen USB 3.2 Superspeed Generation 2. Und aus dem gerade neu eingeführten USB 3.2, das benennen wir auch gleich wieder mit sich selbst um, damit das alles homogen ist. Und das ist jetzt USB 3.2 Superspeed Plus Generation 2 mal 2. Warum ist das so? Weil bisher hat USB immer nur ein Adernpärchen verwendet für die Übertragung. Jetzt machen wir zwei Adernpärchen für die Datenübertragung. Das heißt, euer Universal Serial Bus ist gleichzeitig auch ein Universal Parallel Bus geworden. Das geht gut. Die Leute wollten mehr Geschwindigkeit. Das USB-Implementers-Forum hat zugehört. Es gibt jetzt USB 4, da ist bewusst kein Leerzeichen. Das Markenrecht mag das so, das kann man besser schützen. Und da müssen wir eine Grenze einziehen, sonst geht sich das nicht aus. USB Power Delivery machen wir auch nicht. Die Charging Specification haben wir so ein bisschen mitgenommen. Geht sich ja sonst nicht aus. Wir haben nämlich noch andere Themen. Barrierefreiheit zum Beispiel. Computer und Barrierefreiheit. Interessant.
Wir hatten das mit diesen Farben in Weiß und Schwarz und Blau und Türkis. Manche Leute haben halt ein bisschen Schwierigkeiten dabei, Farben zu sehen. Das ist nicht ihre Schuld. Und USB-3-Ports sollten ja eigentlich blau sein, also USB 3.0 Superspeed oder vielleicht doch lieber USB 3.2 Superspeed Plus Generation 2x2. Wer hat gemerkt, dass die Farbe leicht so von blau nach türkis? Manche, ne? Jetzt wo ich sage, ja, da fällt es doch auf. Okay. Ja, also ein paar haben es gesehen, ein paar erst, wenn man sie darauf hinweist. Ja, Barrierefreiheit, alle Menschen profitieren davon, auch die, die es nicht wissen oder die, die glauben, dass sie das nicht brauchen. Weil wenn ihr abends unterm Schreibtisch hinten am PC im Luftstrom, in der Finstern zwischen den Staubflusen den Port finden wollt, ist euch die Farbe herzlich egal. She Comes in Colors Everywhere, ein Song aus der Zeit, wurde auch beworben, um bunte Computer zu bewerben. Wir machen jetzt ein ganz schnelles, ganz kurzes Quiz. Ja? Ihr ruft einfach USB-Standard-Versionen heraus und die richtige wiederhole ich dann. Okay? Ihr kriegt Farben von mir. Okay? 2, 1.1, 1.0. Los geht's. Welche USB-Version ist das? Das ist weiß. 1 irgendwas. Korrekt. Sehr gut. Welche Farbe ist das? Es ist schwarz. 2, ja, ja, gut. Bisher war es einfach. Blau. 3, das geht genauer. Ja, also formal korrekt wäre jetzt aktuell USB 3.2 Superspeed Generation 1. Je nach Alter sind auch die anderen Antworten mehr oder weniger zulässig. Wir haben diese Farbe, das ist rot. Ja, wie, wo, das kam nicht vor. Ja, das ist USB 3.2 Superspeed Plus Generation 2, wenn ihr doch einen Port am Motherboard habt. Einen A-Port, ja? Mhm. Schwierig. Dann haben wir Türkis, das sollte jetzt einfach sein. Ja? USB 3.2 Gen 2x2. Du hast das Superspeed Plus vergessen, aber sonst passt das. Jawohl. Auch nur, wenn es am Motherboard drauf ist. Es gibt USB-Ports auch in Gelb. Hm. Ach, ja. Haben Leute schon gesehen, ja genau. Das ist entweder High Current oder Sleep and Charge. High Current heißt, wir liefern doch ein bisschen mehr zum Laden, ohne uns an irgendeinen Standard zu halten. Oder Sleep and Charge heißt, je nachdem, wie voll der Akku von eurem Laptop ist und ob er am Strom hängt oder nicht, kann es sein, dass an dem Port zum Laden eines Handys trotzdem Strom dran ist. Wissen wir nicht genau. Ist logisch. Dann gibt es Grün. Grün. Grün ist auch eine schöne Farbe. Razer. Jawohl, richtig. Das ist nämlich entweder Qualcomm Quick Charge oder der Laptop ist von Razer, weil die haben das als Akzentfarbe vom Branding her. Die grünen Ports von Razer unterstützen allerdings kein Qualcomm Quick Charge. Dann gibt es Violett, ist auch hübsch, also ja, Quick Charge ist immer gut, ne? Huawei Supercharge, das gibt es auch als Farbe für USB-C-Stecker in diesem kleinen Ding. Ja, unter Mikroskop sieht man das sicher gut. Nochmal Rot. Ja, ist auch High Current oder Sleep and Charge, ist nur eine andere Farbe dafür. Also gab es auch in Gelb, ne? Und dann haben wir noch Orange, ist auch sehr hübsch. Ja, das ist ein High-Retention-Connector, also einer, der, wenn ihr übers Kabel fallt, nicht den Laptop vom Tisch fegt, sondern ihr fliegt über das Kabel drüber. Der hält, wird hauptsächlich in der Industrie verwendet. Das heißt, wenn ihr so ein USB-Kabel seht, wisst ihr jetzt eindeutig, welche USB-Standards unterstützt werden, nämlich ja, zwei irgendwas. She comes in colors everywhere, she's like the rainbow, geht der Song weiter. USB-Ports und Kabel kommen in allen möglichen Farben. Manche sind spezifiziert, manche vielleicht. Manche nur dienstagnachmittags an lauen Frühlingstagen im November. Sie sind jedenfalls bunt und sollen zur Inneneinrichtung passen. Also wenn es um USB geht, verlasst euch bitte nicht auf die Farben und habt keine Erwartungen daran. Wenn es um Menschen geht, respektiert sie, wenn sie euch sagen, das sind meine Farben, das ist meine Flagge. Sie wissen am besten, welche zu ihnen passt. So, ein bisschen müssen wir auch über die Technik reden. Bisher war das ja nur Marketing. Topologie. Wie finden so USB-Geräte zueinander? Die Topologie heißt offiziell Tiered Star. Das klingt schon mal romantisch. Wir haben also einen Host-Controller und von dem ausgehend finden wir die Clients. Und an einem Host-Controller können bis zu 127 Clients vorhanden sein. Das sind oddly specific 7-Bit. Und falls ihr aber vorhin ein Foto von einem Plug-Fest habt, also wo wirklich an einem Controller 127 Geräte angeht, ich hätte gerne Fotos davon, bitte. Damit die
der Host und der Client sich irgendwie finden und wissen, was da los ist, brauchen wir etwas, das heißt Signaling. Wir begrenzen uns da jetzt auf USB 1.0 und 2.0, also 1.x und 2.0, Revision 1.01, damit das überschaubar bleibt. Wir haben 4 Pins auf so einem USB-Stecker, die sind immer da. Das ist plus 5 Volt, Masse und 2 Pins für die Daten, Data Plus und Data Minus, die heißen halt so. Wenn sich auf diesen Data Plus und Minus der Spannungspegel ändert, ja, also wir haben kein absolutes Spannungslevel, sondern wenn er sich um 3 Volt rauf oder runter ändert, diese Änderung gibt uns ein Bit an Information. Das machen wir, weil diese Änderungen sind deutlich besser festzustellen, ist deutlich einfacher. Mit höheren Geschwindigkeiten ist das zuverlässiger als ein absolutes Level zu messen und ist auch weniger störanfällig. Deswegen machen wir das. Sehr praktisch. Da gibt es zum Beispiel den Status Detached. Das ist relativ einsam, niemand ist da. Ja, okay, ist langweilig. Dann gibt es Connect. USB-Device wird angesteckt und signalisiert, indem es einen der Data-Pins hochzieht, was es kann und sagt, hallo, ich bin neu hier. Und sagt dann, okay, warte ich mal, was passiert und gehe idle. Weil alle Kommunikation auf USB wird vom Host initiiert, in dem Fall vom Computer. Und der Computer sagt dann mal so, Reset, ich möchte dich kennenlernen. Heiße Hosts warten auf dich. Und das beginnt den Prozess der Enumeration. Dazu kommen wir noch, weil technisch haben wir hier eine zirkulare Abhängigkeit. Das heißt, ich kann nirgends gescheit ansetzen. Merkt euch mal Enumeration, das kommt noch. Dann gibt es so Packets. Wenn es fertig ist, das Packet, dann schicke ich ein End of Packet. Ein Suspend ist mehr so ein Geschlafen. Braucht jetzt ganz wenig Strom, können sehr wenig Devices. Und das Device kann sagen, nö, mag ich nicht. Geh weg. Resume ist Aufwachen. Das ist jetzt nicht ans Publikum gerichtet, sondern an den USB-Device. Weil die Kommunikation ja vom Host ausgeht, kann ein Device nicht selber aufwachen. Aber es kann auffällig laut schnarchen am Bus und sagen, Resume, idle. Und dann kommt der Host und sagt, Resume. Ja, dann wird das weitergemacht. Es gibt noch dieses Keep Alive, das ist für Low-Power-Devices, wenn sie doch nicht schlafen gehen sollen, so wach bleiben, hallo. Und weil wir ja schon wissen, wie wir mit End of Packet ein Packet beenden können, brauchen wir auch noch Sync, um ein Packet zu beginnen. Weil irgendwo muss das ja anfangen können. Genau, und für diese Protokolle, die Sprache, die wir dann gemeinsam sprechen, brauchen wir ja eben noch diese Enumeration. Das ist quasi Durchzählen am Bus. Der Host-Controller sagt, wer bist denn du? Gibt dem Device eine ID. Host sendet Reset, das Device ist idle und dann antwortet das Gerät mit seiner Spezifikation und sagt, hallo, ich habe einen Namen. Das ist ein menschenlesbarer Textstring. So ziemlich das Erste, was das USB-Device von sich bekannt gibt. Und dann halt, was es so kann. Warum ist es wichtig, dass das Ding als allererstes einen menschenlesbaren String von sich gibt? Naja, wenn ich das anstecke und dann sagt der Computer, das Gerät mit dem Namen so und so zieht bitte zu viel Strom, häng es bitte wieder ab. Genau um diese Fehlermeldung anzeigen zu können, damit ein Mensch zuordnen kann, welches der vielen Geräte da jetzt zu viel Strom zieht, ist das wichtig. Deswegen kommt das auch ganz am Anfang. Genau. Oder eben, wenn kein Treiber geladen werden kann. Ja, ich kann keinen Treiber laden. Wofür? Das wäre total hilfreich. Ein bisschen Kontext. Da kommen dann diese Sachen zum Einsatz. Und das Device sagt eben, was es kann und welche Endpunkte es hat. Was sind Endpunkte? Wir haben einen Host-Controller und ein Device. Und so ein Device kann mehrere Endpunkte haben. Das sind quasi so Unterdevices in dem Gerät. Und ein Endpunkt hat immer nur eine Funktionalität. Also Maus bewegen ist ein Endpunkt. Die RGB-Beleuchtung ist ein eigener Endpunkt. Kommen wir auch noch dazu. Und die Kommunikation dazwischen, zwischen dem Host und diesen Endpunkten, nennen wir Pipes. Pipes gibt es in zwei Geschmacksrichtungen, Message und Stream. Message ist bidirektional. Da wird Statusinformation übertragen und Steuerung übertragen. Das sind so ganz einfache Sachen wie, hallo Device, hast du Daten für mich? Device, nö, habe ich nicht. Okay, ist vergleichsweise einfach. Oder, hallo Tastatur, hast du was für mich? So, ja, Caps Lock wurde gedrückt. Ist doch wichtig. Streams dagegen sind unidirektionale Pipes, die gehen immer nur in eine Richtung. So ein Mikrofon schickt halt Audiodaten immer nur in eine Richtung, klarerweise. Ne? Sollte man meinen. Wenn ich jetzt diese Sachen habe, wo ich einen Host und ein Device über Signaling
zusammenfinden lassen kann und mit Sync ein Paket starten und mit EOP ein Paket beenden, können wir ein Protokoll sprechen. Das Protokoll wird in sogenannten Packets übertragen. Diese Packets gibt es wieder in, wer hätte es gedacht, Geschmacksrichtungen. Da gibt es zum Beispiel ein Acknowledge. Habe ich bekommen. Ein Non-Acknowledge. Mir ist nicht angekommen. Dann gibt es ein Not yet, das ist nicht russisch in einem US-Standard, das heißt, die Daten sind noch nicht für den Versand bereit und ein Stall so geht nicht, da ist irgendwas, könnte bitte jemand mit der Fehlerbehandlung beginnen. Dann gibt es Tokens, das ist out, Datentransfer vom Host zum Client, in vom Client zum Host, ein SOF, Start of Frame, das wird so zur Synchronisation jede Millisekunde gesendet. USB ist sehr timing-intensiv, die genauen Timings erspare ich euch, sie sind sehr kleinfuzelig. Und Setup ist sowas wie Out, wird aber nur bei der Enumeration, also beim Kennenlernen verwendet. Die eigentlichen Daten werden in Data 0 und Data 1 übertragen. Data 0, gerade nummerierte Datenpakete, weil 0 gerade ist, und Data 1, ihr könnt es euch denken. Und die werden einfach abwechselnd verwendet und falls mal eines verloren geht, fällt es hoffentlich auf. Wenn ich jetzt so mehrere Protokoll-Packets zu einer Transaktion zusammenfasse, was passiert immer aus Sicht des Hostes, dann schaut das zum Beispiel so aus. Der Host sagt, hallo Gerät, ich habe eine Control-Message für dich, wir machen jetzt Setup. Das Gerät sagt, ich heiße so, ich kann das und das. Und jetzt umgekehrt. Der Host sagt, hier sind deine Setup-Daten, du heißt jetzt so, du hast diese ID. Und dann sagt das Device ist angekommen und merkt sich das. In die andere Richtung funktioniert das auch so. Der Host sagt, hallo Device, ich habe was für dich, hör zu, hier sind Daten, Device, ich habe sie bekommen. Umgekehrt, hallo Device, bereite dich vor, mir Daten zu schicken. Das Device, hier sind deine Daten. Und der Host, danke, sind angekommen. Mit diesen Transaktionen kann ich jetzt Transfers bauen. Also wir bauen jetzt quasi Layer für Layer auf. Und nachdem alles vom Host initiiert ist, ist die Kommunikation wie der Pirate Codex, ja, only speak when spoken to, du sprichst nur, wenn du angesprochen wurdest, gibt es auch Transfers in drei Geschmacksrichtungen, das sind Interrupt Transfers, die haben eine besonders geringe Latenz, das heißt, das sind üblicherweise Human Input Devices, Tastaturen, Joysticks, Mäuse und solche Sachen, wo es darauf ankommt, dass die Daten sehr schnell ankommen. Aber die Datenmenge an sich ist sehr gering. Bei USB 2.0 haben wir eine maximale Latenz von Taste drücken zu der Computer weiß es von einer Millisekunde. Es gibt Bulk Transfers, das heißt große Datenmengen, die kriegen einfach alles, was am Bus frei ist. Garantierte Datenübertragung, das heißt wir wissen, es kommt auch wirklich alles an, hat sich herausgestellt, extrem praktisch, wenn ich Daten auf einen Datenträger speichern will, dass die da wirklich ankommen und ich mich mehr oder weniger darauf verlassen kann, dass das wirklich so ist. Aber sonst gibt es nichts. Es gibt keine garantierte Latenz, es gibt keine garantierte Bandbreite, sondern die teilen sich das alles. Das heißt, die dritte Festplatte, dann wird alles halt langsamer, aber sie teilen sich halt den Rest. Und dann gibt es noch die sogenannten Isochronous Transfers. Die bekommen eine fixe Bandbreite, also ISO gleich, Chronos, die Zeit, immer die gleiche Menge über die Zeit übertragen können. Da gibt es eine garantierte Bandbreite, die wird reserviert. Es gibt keine garantierte Zustellung, wenn von dem Audiostrom irgendwo was verloren geht, dann knackst es halt, aber es ist relativ sinnlos, das 3 Sekunden später hinterdrein zu schicken. Ja, das ist so der Glitch in der Matrix, den er dann hört. Und eben werden eben üblicherweise für Audio-Video-Sachen und so verwendet. Das mit den Treibern, wir wissen ja jetzt, wie Host und Devices einander erkennen, wie sie die Kommunikation beginnen, welche Arten von Transfers zum Einsatz kommen können. Damit haben wir eigentlich alle Bausteine, um so beliebige Arten von Geräte anschließen zu können. Wie funktioniert das mit den Treibern? Weil es gibt sehr viele von diesen Geräten da auf diesem Tisch und irgendwas muss man sich dazu überlegen. Da haben sie sich was überlegt, nämlich Klassen. Das, was in der Gesellschaft einfach nicht gut funktioniert, und das sollten wir wirklich lassen. Auch Netzwerksubnetze mit Klassen? Nein, machen wir nicht mehr, schon lange nicht mehr, schon länger als manche von euch auf der Welt sind nicht mehr. Bei USB ist das tatsächlich praktisch. Es gibt nämlich über 20 so Device Classes. Und so ein Device Class Code wird bei der Enumeration übertragen. Damit weiß der Computer, das Gerät kann das. Und ein paar Beispiele dafür wären zum Beispiel Audio. Also ich kann Audio. Das heißt, das Ding ist eine Soundkarte, ein Lautsprecher, ein Mikrofon, MIDI-Controller vielleicht. Solche Sachen. Human Interface Devices hatten wir auch schon.
Das sind hauptsächlich Eingabegeräte, Tastaturen, Joysticks, Mäuse, Gamepads oder solche Sachen. Es kann auch sein, dass ein Gerät, ihr kennt das von der, so beim auf der Couch sitzen, so Tastatur mit Trackpad daneben in einem Gerät, dann meldet sich dieses Ding als, ich bin eine Tastatur und ich bin eine Maus. Und ich kann RGB ausgeben, weil das braucht man heutzutage offenbar. Dann gibt es Physical Interface Devices. Das sind sogenannte Aktuatoren, also Dinge, wo sich dann mechanisch etwas bewegt. Also den Gamepad, das Rumble in dem Gamepad, das ist ein Aktuator. Das ist ein Physical Interface Device. Oder Force Feedback beim Lenkrad. Das sind keine Sexspielzeuge. Die fallen aber auch nicht unter Human Interface Device. Aber Menschen sind kreativ. Wenn wir Daten speichern wollen, Massenspeicher, das können sein USB-Sticks, Festplatten, SSDs, optische Laufwerke. Und vielleicht habt ihr schon mal ein Betriebssystem von einem USB-Stick auf einem Computer installiert. Ah, da sind, ja doch, da. Ich sehe nicken. Diese Klasse konnte das nicht immer. Das heißt, wenn ihr einen sehr alten Computer habt, der USB-Ports hat, dann gehen dort die Tastatur und vielleicht auch die Maus. Aber booten kann er nicht davon, ist relativ lästig. Aber das ist so eine Erweiterung und diese Klassen bekommen auch mit der Zeit mehr Funktionalität und Boot-Support ist ebenso eine Erweiterung. Dann haben wir noch Webcam, Audio und Video. Das ist so eben ein klassisches Beispiel für Isochronous-Transfers. Das ist auch der Grund mit diesen Klassentreibern, dass jedes Betriebssystem, das diese Klasse unterstützt, mit jedem Device, das diese Klasse unterstützt, kann. Deswegen könnt ihr heutzutage so ziemlich jede USB-Webcam am Markt an Linux, an FreeBSD, an macOS, an Windows anschließen und es funktioniert einfach. Ja? Ich hab da ein wunderschönes Beispiel an USB-Webcam mitgebracht, die ist nicht angeschlossen. Ja? Das ist eine sehr tolle Kamera. Ja? Diese Kamera ist das lästigste Device an Kamera, das ihr euch nicht vorstellen könnt. Sie funktioniert mit Windows 98 und Windows Millennium Edition. Und warum sie lästig ist, ich habe jetzt einfach nur eine Powerbank angehängt. Ja? Die Kamera ist da, ja? Also die schaut euch die ganze Zeit an. Ich lasse das gerne durchgehen, wenn du das haben magst. Schaut euch das doch an, lasst euch anschauen. Genau, sehen und gesehen werden, das ist das Wichtigste. Es gibt noch andere Klassen, eben USB-Hubs, Personal Healthcare Devices, auch das sind keine Sextoys, das sind Pulsmonitore, Blutzuckermessgeräte und solche Sachen, Bluetooth, serielle Ports, biometrische Sensoren für Fingerabdrücke und meistens verhalten die sich tatsächlich, was man erwarten würde. Und diese Klasse wird aber pro Endpunkt übertragen. Das heißt, das USB-Device kann mehrere Endpunkte haben. Das heißt, es kann sagen, das sind meine Class-Device-Drivers, die ich brauche. Das Betriebssystem kann sagen, das kann ich alles. Und dann sagt das Device, ich habe da noch diese glubsche Augen. Die sind nicht gesteuert, die ist einfach nur mit Strom dran, aber könnte man ja auch steuerbar machen, ja, wäre möglich. Dafür brauche ich einen proprietären Treiber und dafür gibt es eine eigene Klasse, Vendor-Specific Driver Needed. Und dann könnt ihr das halt, wenn ihr keinen Treiber habt, nicht ansteuern. Halten wir in dem Fall hoffentlich aus. Also, wir erinnern uns, am Anfang hatten wir diese Microsoft-Slogans, ja, Legacy-Free-PCs, nur noch USB, keine Legacy-Schnittstellen. Ich habe ein Geheimnis für euch, das ist eine Lüge. Eine Lüge, eine dreiste Lüge. Wir brauchen diesen alten Kram immer noch, wirklich. Ja? Was verwenden wir dafür? Adapter, jawohl. Das Adapterleben. Wir kennen, also ich als Mac-User kenne das ganz besonders natürlich. Ja, bin verschrien, der Rucksack ist nicht so groß, weil ich so viel mit habe, da sind einfach nur Adapter drin. und wir hatten am Anfang auch eine ganz besondere, sehr hybride Device-Klasse. Und deswegen, ich habe ein Live-Demo mitgebracht und ich habe mich jetzt so gehetzt in dem Ding, dass sich das tatsächlich ausgeht. Huch, ja, ich dachte es auch nicht. Das heißt, wir können jetzt ein Live-Demo machen und dazu kann ich euch ein paar Fragen stellen. Was haben wir da? Wir haben hier ein Gerät. Ja, das sieht so aus. Das hat hier einen... Es ist kein DIN-Stecker, das ist ein proprietärer anderer Stecker. Der hat ungefähr 5 Pins und einen Schraubverschluss. Wer hat eine Idee, was das sein könnte? Laserpointer. Ein Laserpointer? Du bist näher dran, als dir lieb ist? Barcode-Scanner. Lichtgriffel, was auch? So ein Stylus.
Ein Stylus, da hinten ist noch was? Doch nicht? Okay. Barcode-Scanner war da. Idee? Geigerzähler. Ich kann dir versichern, es sind keine Geiger oder Geigerinnen in diesem Raum. Der Count ist null. Barcode-Scanner ist die richtige Antwort. Das ist ein Barcode-Leser. Wir wissen ja, ein Barcode-Leser ist ein hybrides Gerät, ein Ding, das die Photonen, also das da vorne schickt Licht auf einen Barcode und das, was reflektiert wird, kommt zurück. Dann haben wir ein Gerät, mit dem diese Sachen interpretiert werden. Dieses Gerät ist ungefähr Mitte der 80er Jahre, ich halte das da mal hin, ja, das ist von TPS, Uniscan Interface, wunderbar. Dieses Gerät könnt ihr heute noch neu kaufen für ungefähr 100 Euro oder US-Dollar. Hier schließen wir den Barcode-Scanner an und das andere Ende ist ja eine Tastatur. Damals wurden ja viele verschiedene Standards verwendet. Hier kann ich mich anschließen. Ja? Also wir haben hier ADB, Apple Desktop Bus, mit dem nicht spezifizierten Mini-DIN-Stecker und einem Index-Pin. Hier Macintosh Plus, ja, das war 1985. CPU, ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Ich habe keine Spezifikation, was das Ding tut. Keyboard, das ist ein RJ11-Stecker, weil der Macintosh Plus hatte noch kein ADB, der hatte einen RJ11-Stecker für die Tastatur. Einen für IBM-PC, einen CPU-Connector. Ich habe genauso wenig Ahnung wie bei dem anderen CPU-Connector, was der tut. Das ist ein DIN-Stecker. Da kann man ein DIN-Keyboard anschließen oder einen PS2-Stecker. Wer weiß, welches Tentakel das sein müsste. Keyboard war das violette Tentakel. Der ist natürlich schwarz, weil Farben, man kann sich ja nicht drauf verlassen. Das heißt, wir können jetzt diesen Dings da annehmen und anschließen. Und dann haben wir, das ist ein Bajonettverschluss, dann haben wir den Barcode-Scanner. Handlich und überhaupt. Jetzt hätte ich natürlich meine Barcodes vorbereiten sollen. Ne? Wäre praktisch gewesen. Schaffen wir auch noch. Dann machen wir das. Nein, schließen wir zuerst ein random Gerät an einen Präsentationslaptop an. Ich habe gehört, das ist immer eine gute Idee. Mein Laptop ist natürlich sehr modern. Das ist ein ARM-Prozessor. Der hat nur noch USB-C. Das heißt, wir brauchen mal einen Adapter, ja, von USB-C auf USB-A. Da stecke ich jetzt ein Gerät an. Dieses Gerät ist ein Adapter von USB nach Apple ADB, Apple Desktop Bus. Ja, also da ist an meinem Laptop Thunderbolt eigentlich. Ja, also, dann haben wir das. Und wir haben hier so ein schickes, elastisches ADB-Kabel. Das können wir an dieses Gerät hier anschließen. Dann können wir das hier an diesen Adapter anschließen. Wenn ich finde, ne, der hat doch einen Key, der geht nur in eine Richtung. Ja, genau. So. Und weil es so praktisch ist, stecken wir das jetzt mit diesem langen Kabel an diesen PC an. Ja. Sehr schön. Das geht sich aus. Wunderbar. Dann, ihr kennt das mit der Pausenmucke. Macht doch mal 30 Sekunden Pausenmucke, ich hole meine Barcodes. Das war wirklich nicht so geplant, ausnahmsweise. Mir wird ja unterstellt, ich hätte Dinge geplant. Sehr gut, das war nicht Pausenmucke, das war Jeopardy. Aber nehme ich auch, ist in Ordnung. So, hier haben wir Barcodes. Barcodes könnt ihr euch vorstellen, oder? Das ist so. Strichis. Das werden wir jetzt gleich machen. Also, wir brauchen dann einen Barcode, ich tue den da mal drauf. Gut, dass das auch in menschenlesbarer Form da drauf steht, weil sonst hätte ich jetzt ein Problem. Müsste ich sie zuerst scannen, um zu wissen, was sie tun. Was brauchen wir denn? Ja, vielleicht ist es doch ein bisschen abgeschnitten stellenweise. Also wir lassen uns überraschen. Was brauchen wir, wenn wir Barcodes scannen wollen? Wir brauchen ein Textdokument, oder? Textdokument, wo kriegen wir das her? Wir haben ein USB-Floppy-Laufwerk, das können wir da anschließen. Ich habe
habe noch eine Diskette. Da müssen wir da raus aus dem Präsentationsmodus. Dann sehe ich jetzt hier natürlich noch, Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Wir brauchen ein Textdokument. Das schieben wir darüber. Das schieben wir nicht darüber, sondern... Ah, sehr schön. Dann... Den Ton hört man natürlich wahrscheinlich schlecht, aber... Keine Ahnung, ob das geht. Wow. Hört man das? Ja. Ja, das dauert ein bisschen. Das ist jetzt, also eigentlich USB 1.1, ne? Dann haben wir hier, ja. Aktuelles macOS aus dem Jahr 2023 hat ein Disketten-Icon eingebaut. Ja? Onboard, das habe ich nicht erfunden, das war dabei. Ich habe da auch ein Textdokument vorbereitet. Das können wir jetzt öffnen von der Diskette, das ist ja schön. Wir können das größer machen. Ich sagte Grüße. Okay, doch nicht so groß. Ist groß genug, oder? Ja, ja, gut. So, dann haben wir hier den Barcode-Scanner. Und jetzt wird es spannend. Weil ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich geht. Spannend. Ah. Ja. Sogar das Hashtag hatte ich vorbereitet. Da kann man es nur nicht mehr am Label lesen. Also, ihr seht, wir brauchen diese alten Schnittstellen definitiv, ja, weil Code 39, wenn man das lesen möchte, braucht man so ein Gerät. Damit können wir auch mit dem... Das schnurrt da noch ein bisschen weiter. Damit können wir zurück zu den Slides, wenn ich meine Maus wiederfinde. Sie ist genau vor mir. Also... USB, Universal Solution Broad. Ja? Wir haben eine universelle Lösung bekommen. Das ursprüngliche Problem waren zig verschiedene Stecker in zig verschiedenen Varianten, die alle irgendwie gleich ausschauen, anders belegt sind, Magic Smoke releasen. USB verwendet bisher nur eine Spezifikation von 14 Steckern. Das ist deutlich weniger. Der größte Teil davon ist tatsächlich deprecated und wird uns aber noch eine lange, lange Zeit erhalten bleiben. Versionierung, Benennungen und Logos von USB-Standards sind ein wenig ein komplettes Desaster, behaupte ich mal. Etwas schwierig zu durchblicken und da ist auch wenig Besserung in Sicht. Device Classes sind großartig. Sie ermöglichen uns, Geräte an alle möglichen Betriebssysteme anzuhängen, weit über die Grenzen von dem, was viele verwenden und wo es Treiber gibt, hinweg. Und damit machen wir noch einen ganz kurzen Ausblick in die Zukunft. Also Future Me by Future Talk. Also ein Future Me Problem potenziell. Thunderbolt über USB-C-Stecker, über USB. Habe ich nur angedeutet, gibt es schon. Wären aber noch 3 Stunden Talk. Wir haben dann also einen Anschluss und mehrere Protokolle. Alternative Modes für DisplayPort, Monitore zum Beispiel, sind auch noch solche Sachen. USB Power Delivery. Bisher hatten wir mit der Charging-Spezifikation ja nur so 500 mA, 900 mA. Die Charging-Spezifikation momentan gibt 100 Watt her, ja, über ein USB-Kabel. Irgendwo, ja, hoffentlich ein sehr dickes USB-Kabel. Es kommt da gerade die Extended Power Delivery Spezifikation mit 240 Watt. Ihr könnt euch vorstellen, dass dann so ein USB-Kabel, so ein ganz ein dünnes, ja, so ein Schuhbandel, ein Schnürsenkel, potenziell hoffentlich etwas in dieser Kommunikation mitzureden hat, wie viel Strom da jetzt übertragen wird. Ansonsten wird es ein Feuerwerk an Produkten geben. Kabel werden also immer kritischer werden. Die nächste Version, wir wissen es jetzt schon, ist eigentlich schon da, heißt USB 4, ohne Leerzeichen. Und es gibt eigentlich schon den Nachfolgestandard dazu. The Next USB,
Wer hat Ideen, wie könnten wir den nächsten USB-Standard nennen? USB 4x2, USB 7, warum 7, nur 3 Bits? USB 6, 2 hoch 2 plus 1, das wäre auch ungefähr prim, aber es ist schon viel Mathematik, also Next USB, okay, Ultra Speed, okay, also das ist der tatsächliche, echte, offizielle Name für die nächste Generation vom USB-Standard, ja? Es ist natürlich USB 4 Version 2.0. Wer auf diese Namen kommt, war die Frage aus dem Publikum, das USB-Implementers-Forum. Ich sagte ja, Wodka, Connecting People, da ist vielleicht was dran. Ne? Traust du nie, genau. Ein Dankeschön von meiner Seite an alle, die mich beim Erstellen dieses Wahnsinns-Talks unterstützt haben. Ich war so dumm und hatte mir gedacht, hey, USB, das kann schon schief gehen. Ein paar Sachen, die schief gehen konnten, habe ich euch mitgebracht, konnte ich euch zeigen. Ich nehme den Kram nachher mit und wir können uns das draußen gemeinsam gerne auch nochmal anschauen. Ich zeige euch da ein paar lustige Dinge. Und vielleicht habt ihr ja Geduld und Motivation bei einem zukünftigen Talk über die nächsten USB-Wahnsinnigkeiten zu reden. Danke an die Trolle und die Orga. Martin, was kann ich tun für dich? Die Zeit? Ja. Ich habe noch 4,5 Minuten. Ja, meine Uhr sagt, ich habe noch 4,5 Minuten. Danke. Schön, dass ihr alle für uns einen sicheren Ort geschaffen habt. Das ist ganz großartig. Was sagt mein Herald, ob sich da noch ein, zwei Fragen ausgehen oder nicht? Zwei Fragen? Zwei Minuten? Der Martin ist nicht Herald. Du sagst ja? Gut, dann nehmen wir ein, zwei, drei Fragen an, wenn ihr schnell seid. Also nach deinem Talk habe ich den Eindruck, das ist alles ziemlich chaotisch. Wäre es nicht mal Zeit für einen neuen Standard? Ich will da jetzt dem USB 4 und Konsorten-Talk nicht vorgreifen. Und das mit dem chaotisch ist deine Interpretation. Also. Danke für den Talk. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich wirklich sehe, was auf dem Kabel los ist, sprich ob über das USB-C-Kabel auch wirklich 3.2 Version 2x2 gesprochen wird oder muss ich mich darauf verlassen? Also auf die Kabel und was da draufsteht und so weiter verlasse ich nicht. Wenn der Hersteller etwas behauptet, immer noch eine große Box mit Löschsand und so zur Sicherheit zur Hand haben. Es gibt ein Open-Source-Projekt, den Link weiß ich natürlich nicht auswendig, wo du Gerber-Files und alles bekommst für PCB-Layouts, bestellen musst du sie selber, dann hast du einen Kabeltester, der auch USB-C-Kabel testen kann. Du kannst einfach beides anstecken, beide Enden und dann sagt er dir, welche Pins tatsächlich vorhanden sind und was das Kabel können sollte von der Pin-Belegung her. Protokollanalyse hast du da noch nicht dabei, aber es gibt Logic Analyzer, die du reinhängen kannst. Für ältere USB-Varianten gibt es bei einem chinesischen Retailer deines Vertrauens diese kleinen Geräte, da kannst du, das ist wirklich USB 3, der ist nicht nur blau, kannst du dazwischen hängen und der sagt dir zumindest, wie viel Strom gezogen wird, aber es gibt auch noch Geräte, die mehr anzeigen können. Die gibt es irgendwie um 3-4 Euro. Wir sind ja hier momentan in Deutschland, da habt ihr mit der Verpackungsverordnungsimplementation der Nationalität nicht das Problem, ihr könnt von dort noch bestellen, in Österreich kriegen wir einfach gar nichts mehr, die Shops sind alle leer. Also da müssen wir andere Lösungen finden. Zwei Fragen gehen sich noch aus, wenn ihr schnell seid? Keine Fragen gehen sich mehr aus? Gut, es gehen sich keine Fragen mehr aus. Falls ihr diesen Talk auf Englisch sehen wollt, mit anderen Props, das wäre der Link dazu. Ansonsten danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr zugehört habt. Ich bin noch auf der GPN, wenn ihr quatschen wollt.